Wieso habe ich da so komische Wellen? Moment. Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist jetzt ein bisschen früh vielleicht für manchen, aber diesen Monat haben wir Halloween. Deswegen dachte ich mir so, ich gebe euch mal ein paar Ideen als Halloween-Kostüme für dich allein, für deine Freunde oder sogar mit Partner. Deswegen fangen wir einfach direkt an. Ich versuche übrigens die Kostüme so gut wie möglich in den Kommentaren zu verlinken, also der gepinnte Kommentar müsste es sein, damit ihr die auf Amazon nachstellen könnt, also nachkaufen könnt. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr es über den Link kauft, weil dann bekomme ich eine kleine Provision. Würde mich auch unterstützen, also wäre sehr cool. Okay, fangen wir mit den Solo-Kostümen an. Okay, was letztes Jahr schon extrem beliebt war, aber auch dieses Jahr wieder sehr, 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 sehr cool aussehen wird, ist eine Fee zu sein zum Beispiel. Kann man auch mehr so auf die süße Art machen, kann man aber auch mehr auf die gruselige Art machen. Dann auch auf jeden Fall Hexe, das kann auch extrem, extrem cool aussehen. Dann auch wieder ein Klassiker, Black Swan, sehr elegant, sehr heiß, sehr schön. Dann, was ich auch extrem cool finde, ist zum Beispiel Miss Halloween. Zum Beispiel, also mit Kunstblut und so, das sieht sehr, sehr cool aus. Andere Variante davon wäre zum Beispiel Ballkönigin in Blutig, auch sehr hot. Andere Idee wäre Poison Ivy, auch ein Klassiker, aber auch sehr cool, ist Maleficent. Eine andere Idee wäre Ruby Roundhouse von Jumanji. Ist irgendwie auch dieses Jahr irgendwie gerade kommt voll in, also ich habe sehr, sehr viel auf TikTok gesehen übrigens. Dann auch sehr nice, Boxer. Kann man auch easy machen mit eigentlich einem Umhang, also da muss man, okay, solange du eigentlich so Boxer-Handschuhe hast, kannst du das easy nachstellen, ist nicht teuer. Eine weitere Idee wäre Tinkerbell. Da gibt es auch ein richtig perfektes Kleid dafür auf Amazon, das verlinke ich euch auf jeden Fall. Dann Lara Croft, auch sehr, sehr, sehr beliebt dieses Jahr. Chigo, eigentlich auch so ein Allrounder immer eigentlich, geht immer gut. Weitere Idee wäre Draculaura von Monster High. Also da eigentlich, solange du die Haare da färbst, also nicht färbst, aber vielleicht eine Perücke oder diese Strähnchen reinsprühst oder sowas, kann man schon echt gut nachstellen. Dann The Corpse Bride, also ne, diese Braut. Ein Twist zu Feen wäre noch Armor zu sein. Dann auch sehr, sehr beliebt war auch schon letztes Jahr Jennifer's Body. Ich denke aber, das wird immer noch so sein. Du kannst dann nicht nur, du musst dann nicht nur diesen bekannten Dead-Look dann schminken oder machen, nachstellen. Du kannst auch diesen Schullook, ich zeig euch ja Bilder danach stellen. Dann ein Kasper habe ich auch noch nie irgendwo gesehen, aber fand die Idee eigentlich echt cool. Also solange man eigentlich diese Kopfbedeckung hat, die so typisch dafür ist, sieht es auch schon echt cool aus. Dann Medusa, oh mein Gott, wenn man da diese Haare da irgendwie nachmacht mit den Schlangen, boah, das sähe so krass aus. Also da, ich glaube, das wäre echt eine geile Idee für dieses Jahr irgendwie. Was ich auch selten gesehen habe, war Female Joker, also ein weiblicher Joker. Weitere Idee, was wahrscheinlich auch wieder sehr beliebt sein wird, wird Euphoria Cheerleader Uniform sein, also ne? Cheerleader allgemein, aber auch mit diesem Euphoria-Look oder genau die gleiche, wäre auch echt wild. Dann Jane Smith, eben von Mr. und Mrs. Smith. Dann Betty Boop, also falls ihr das von Nylea, glaube ich, heißt sie, oder Nylea gesehen habt, das sieht auch echt nice aus. Catwoman, auch Klassiker. Mia Wallace, da habe ich mir aufgeschrieben, eben diesen kurzen schwarzen Bob mit der Zigarette und der offenen Bluse. Also ich glaube, viele kennen die nicht, aber solange man das mit der Zigarette und der offenen Bluse hat, sieht es eigentlich schon irgendwie cool aus. Dann Chucky Sprite oder Chucky allgemein zu sein, wäre cool. Dann habe ich noch diese zwei vergessen, Vampir und Cruella. Oder Göttin zu sein, sieht auch nice aus. Mit so einem eleganten Kleid und dieser, Hauptsache diesem Gold-Theme, ohne Witz. Also mit dieser goldenen Kette oder goldenen Schminke, das sähe schon richtig gut aus. Dorothy wäre auch eine Idee. Dann, was ich auch auf TikTok gesehen habe, war Elmo. Aber ich dachte mir so, also das ist halt mehr so auf die witzige Art. Jede Art von großer Kopfbedeckung mit irgendeiner Art von Unterteil, das ist eigentlich dann relativ egal, solange man irgendeine Art von großer Kopfbedeckung hat. Wenn ihr irgendwie eine Serie kennt oder so, oder auch zum Beispiel Kürbiskopf oder so, ist ja eigentlich auch mal in, mit diesem Kürbiskopf-Trend. Hauptsache große Kopfbedeckung. Sieht immer schon cool aus. Dora zum Beispiel wäre auch noch eine Idee. Ich denke allgemein, so Kindheitsserien sind sehr beliebt. Genau, Catwoman habe ich mir aufgeschrieben. Oder zum Beispiel auch Ash von Pokémon. Also das habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Und ich glaube, das sieht auch echt witzig aus. Bedenkt bei so witzigen Kostümen. Also ich nenne ja viele nicht gruselige Kostüme. Die kann man immer auf gruselig machen, wenn du, solange du irgendwie Kunstblut dran machst oder irgendwie gruselige Zähne noch dran ziehst oder dir Kontaktlinsen reinsetzt, das kann man es immer noch gruselig machen. Aber ich gebe euch ja erstmal so Ideen jetzt, ne, was man so machen könnte. Okay, Britney Spears zum Beispiel, das habe ich auch schon, habe ich früher viel gesehen, aber jetzt eher weniger, also vielleicht wäre das eine Idee. Dann Rhoria, sieht auch extrem cool aus, also habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Cleopatra, auch Klassiker, aber auch sehr nice. Marilyn Monroe, ich glaube, das kommt jetzt auch wieder irgendwie in. Ich musste irgendwie gerade an Kyla Shacks denken, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, die hat das ja auch irgendwie mal so nachgestellt oder so. Keine Ahnung, aber ich glaube, es sieht geil aus. Und dann das Kind von It mit dem Ballon,
ist mal eine Abwechslung zu S, also zu dem Clown. Dann Buzz Lightyear oder auch Woody oder in Kombination. Wir kommen jetzt auch gleich zu den Pärchenkostümen. Aber ich glaube, eine von beiden, das sieht auch schon richtig cool aus. Okay, ja, wir kommen jetzt auch schon zu den Pärchenkostümen. Wäre eigentlich auch gerade die perfekte Überleitung gewesen. Wie wäre es zum Beispiel mit SpongeBob und Patrick? Also allgemein, das wäre irgendwie, glaube ich, voll witzig. Natürlich ein Klassiker, Devil und Angel. Also die Couple-Kostüme, die jetzt kommen, sind auch... Kann man theoretisch auch umsetzen als Duo, also wenn es zwei Mädchen oder zwei Jungs sind, ist es eigentlich relativ egal. Aber eben, ich nenne sie jetzt mal Koppelkostüme. Mario und Luigi, Klassiker. Harley Quinn und Joker. Cop Sprite und Man natürlich. Was ich so wild finde irgendwie, ist Dipper und Mabel, also von, wie heißt die Serie? Ah, natürlich von Willkommen in Gravity Falls. So wild. Eigentlich bei Mabel Hauptsache, du hast da so ein Einhorn-Pulli, glaube ich, war's. Und bei Dipper Hauptsache die Kappe. Dann hat es man eigentlich schon. Auch cool, Braut und Bräutigam kann man natürlich auch wieder hier auf eher sexy machen oder auf mehr gruselig machen. Jessie und Woody, obviously. Ah, Pennywise und Georgie ist auch geil. Also das ist auch eine nice Idee. Dann auf jeden Fall so Gegensätze, sowas wie Sun and Moon zum Beispiel. Oder Sun and Star oder so. Auch witzig, Polizist und Gefangene. Auch wenn man so an Filme anlehnt, zum Beispiel Wolf of the Wall Street kann man so anlehnen. Mit, für die Frau, ich habe vergessen, wie die im Film heißen. Aber mit dem pinken Kleid und Hauptsache irgendwie blonde Perücke. Und bei ihm dann irgendwie Suit oder Hemd zum Beispiel einfach. Jasmine und Aladdin, Kim Possible und Ron. Oder zum Beispiel auch Batman und Catwoman. Catwoman ist sowieso ja ein sehr beliebtes Kostüm, glaube ich. Und dann eben noch sein Batman dazu, wäre auch nice. Bonnie und Clyde. Miss und Mr. Smith, obviously. Kann man auch eigentlich easy nachstellen, solange man ein schwarzes Kleid hat und die Stiefel bei der Frau und beim Mann ein Suit und eine Pistole natürlich. Und Anakin und Padme, also auf Star Wars angelehnt, auch richtig wild. Okay, kommen wir zu den Freundschafts- oder Gruppenkostümen einfach. Ganz klassisch Ghosts, easy nachzustellen, günstig. Und für die beliebige Anzahl von Gruppenmitgliedern. Auch witzig ist so Pfadfinder. Wenn ihr zufällig die bestimmte Anzahl von der Jumanji Groups, ich glaube es sind 5, oder? Bei Jumanji, könntet ihr zum Beispiel das nachstellen. Dann Tinkerbell und die anderen, ich weiß leider nicht, wie die alle heißen, es tut mir leid. Aber es war ja auch dieser Trend auf TikTok mit Tinkerbell und ihrer Freundin. Boah, ich habe meinen Namen nicht so schlecht. Aber vielleicht kennt ihr den Trend ja. Das wäre auch so witzig als Duo oder in der Gruppe, wenn ihr eben noch mehr Leute seid. Barbie, aber... Ne? Alle unterschiedlich. Dann als Cheerleader kann man natürlich immer gehen. Kann man auch wieder auf sexy oder auf gruselig machen oder beides. Minions und Gru wäre zum Beispiel echt witzig. Dann auch Monster High. Oh mein Gott, das wäre auch so cool. Mean Girls ist auch jedes Jahr eigentlich echt da oben dabei. Pirates wäre auch richtig cool. Dann natürlich Maleficent und Aurora. Das wäre Black and White Swan. Dann natürlich die Playboy Bunnies oder Bunnies allgemein. Bankräuber fand ich auch richtig cool. Kann man auch in einer beliebig großen Gruppe machen und ist nicht so schwer nachzustellen. Oder auch SWAT Team. Mumien ist auch eigentlich easy nachzustellen. Dann zum Beispiel 80s, 90s, 20s, jede Art von Jahrzehnt kann man nachstellen. Dann zum Beispiel auch Velma und Daphne von Scooby-Doo oder allgemein Schüler von Hogwarts. Clueless ist ja auch so ein Film, der irgendwie voll wieder in Trend kam. Denkt dran, dass man, wie gesagt, jedes Kostüm gruselig machen kann oder auf Halloween-Style machen kann. Und last one habe ich noch Star Wars. Das wäre auch einfach als Theme, glaube ich, ziemlich cool. Da kann man zum Beispiel die Truppen dann nehmen oder man nimmt Anakin und die anderen Figuren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Halloween feiert oder nicht. Und was ihr letztes Jahr wart, folgt mir gerne auf TikTok und auf Instagram, dann bin ich auch aktiv. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.